So, hallo, wir machen weiter. Bei Hyrule Warriors, letztes Mal haben wir das vergessene Plateau angefangen, sind ein bisschen über einen Soldaten gestolpert, den wir retten müssen und wussten noch nicht ganz, wie man hinkommt. Jetzt wissen wir mittlerweile, wie man hinkommt, müssen allerdings nochmal erneut versuchen, damit wir... Oh nein! Oh nein! Hat er das jetzt ab dem Moment gespeichert, wo es knapp wird? Oh, hier ist noch ein Krog. Der nützt mir allerdings nichts, wenn der Soldat jetzt gleich wieder drauf geht. Hey, ja, das ist jetzt schlecht. Das ist jetzt schlecht. Das ist jetzt ganz ungünstig. Oh Mist, ich müsste da... Oh nein, ich müsste da neu starten, wo wir den Turm... Oh no... Oh no! Dass er das hier gespeichert hat, ist ungünstig nach dem Teleportieren. Weil ich habe mich halt schon teleportiert, als es super knapp war. Ich komme da jetzt nicht rechtzeitig hin. Ja, kann ich knicken. Scheiße. Scheiße. Dann bleibt mir nichts anderes übrig, als die Schlacht neu zu starten. Das war's komplett. So, okay. Wir wissen jetzt Folgendes. Am Anfang müssen wir diese vier Hauptmänner retten. So. Je nachdem, wie knapp die Geschichte wird, kann ich da jetzt natürlich schon ein bisschen vorweggreifen. Mifa, wieder hierhin. Zelda, hierhin. Impa, hierhin. So, erstmal soweit. Wir schauen mal, dass wir es gleich kombinieren mit Millionen Kisten und Millionen Crocs, die ich mir gemerkt habe. Wir schauen mal, dass wir das gleich kombiniert bekommen. Weil sonst wird es super nervig, das jetzt 3 Millionen Malen zu machen. So, tschüss. Nummer 1 haben wir unterstützt. So. Die Geschichte passt schon mal. Das war jetzt ja echt brutal ärgerlich. Also, uff. So. Ich hole mir mal ganz schnell die Kiste hier am Gang, dass ich die nicht vergesse nachher. So, genau die da. Dann folgendes. Solange mir keiner meckert, ne, von den Soldaten, solange keiner anfängt zu meckern, hole ich die Crocs. Da wollte ich nicht rein. Doch, da wollte ich rein. Also rein wollte ich nicht, aber ich kann hier kurz durchlaufen. Und ein paar Rubinchen mitnehmen. Okay, der erste Soldat meckert. Das ist der, wo Dingens ist. Wo Impa ist. Okay. Impa! Überlass das mir. Mit Stasis könnte ich. Na, es war zu spät. Aus meinem Weg. Attacko! So,
So, tschüss. So, ich habe schon gesehen, der nächste meckert auch. Wir müssen die erstmal durchhelfen. Ist okay. Wir müssen denen erstmal durchhelfen. So, aber wenn Impa schon da oben ist, dann kann Impa auch mal weiterziehen zu dieser Kiste, die wir schon gesammelt hatten. Also hier oben hoffentlich. Begreift die, was damit gemeint ist, dass sie hier oben hin soll. Und läuft nicht irgendwo ganz anders hin. Link hätte ich ganz gerne jetzt schon mal hier. Link kann eigentlich dann sich hier um die Crocs gleich mal kümmern. Die wir da gesehen haben. Dann sind die nämlich schon mal weg. Und dann wechseln wir jetzt erstmal zu Zelda. Link. Das ist Link. Das ist Zelda. Abflug. Ja, der nächste meckert, ist ja gut. Hab's doch begriffen. So, kann Zelda schnell sich mal die Kiste holen? Ja, die Kiste kommt. Die Kiste kann sich Zelda schnell holen. Die Kiste und den Croc hier draußen kann Zelda ganz fix mitnehmen. Das sollten wir doch wohl hinbekommen. So. Ja, ich sammel's halt ein. Schieß nicht mit Lichtpfeilen durch die Gegend, sondern sammel den Quatsch ein. So, ab zu Mipha. Nee, nichts versuchen, machen. Und tschüss. So, dann krallt sich Mipha jetzt hier hinten die Kiste. So will ich das hören. Und bis die nächsten meckern, sammeln wir ein. So. Jetzt haben wir das gesammelt. Jetzt ist Impa bei der anderen Kiste. Irgendwo zumindest in der Nähe. Dachte ich, da. So. Jetzt habe ich mich mit Link damals hier noch nicht so genau umgeguckt. Weil ich dann darüber rennen musste. Jetzt ist die Frage, finden wir hier auf die Schnelle noch was? Weil sobald gemeckert wird, ist ja Link in der Mitte und kann helfen. Na, das ist ganz wichtig. Also theoretisch komme ich jetzt ganz gut erstmal klar. Sobald gemeckert wird, kann ich loslegen. So, ich sehe da schon was, was verdächtig ist. Und zwar so eine Landzunge. Die hier nach außen. Jawohl! Perfekt. Nehmen wir mit. Den nehmen wir mit. So, Landzunge hat sich bewährt. Okay, Jägeroffizier meckert. Also, das heißt jetzt für mich hier. Impa geht nach da. Das sind nämlich drei Kisten. Die werden wir nachher holen. Mipha geht nach hier, dann kann sie die Kiste ganz fix mitnehmen. Zelda kommt mal mit in die Mitte und Link ist eh schon da. Habe ich bisher einen Croc vergessen? Also hier außerhalb, den ich vorhin hatte? Nicht, ich glaube nicht, ne? Dabei Impa muss ich noch in dem Gebiet mich umgucken genauer, aber ansonsten ist da eigentlich nichts weiter zu klären. Gut. Also, Abflug und wir wechseln zu Link. Link.
Nicht hoch genug. Mist. Egal, machen wir es so. Abflug. Ich treffe einfach nicht, das gibt's doch nicht. Ja, ist doch in Ordnung. Ich hab das verstanden. Komm, mach dich weg jetzt. Und tschüss. Okay. Also wenn man weiß, wo die Sachen sind, geht's halt danach deutlich schneller. Ne? Selbst das nochmal, also selbst dass wir neu starten mussten, war jetzt nicht so dramatisch. Das ist okay. Ich hoffe nur, dass dieses Limit, dieses Zeitlimit, was den anderen Soldaten da angeht, nicht jetzt schon läuft oder so. Keine Ahnung, das wäre ziemlich bitter. So, jetzt taucht das silberne Leune auf. Für den haben wir jetzt keine Zeit. Wir nehmen mal ganz fix hier die beiden Dinger ein. Ich glaube, das wirkt sich auch positiv aus. Ich weiß es nicht sicher. Ich mach's einfach. Das war nicht ganz, wie ich das wollte, aber es hat es egal. Scheiß drauf. So, weg mit dir. Nummer 1. Das ist unserer. Oh, der Leun ist auch jetzt einfach hier. Okay, ja, moin, hi. Ich kümmere mich gleich um dich. Ich habe erst was anderes zu erledigen, ne? Und zwar hier die Kiste mitnehmen. Zack. Sehr schön. So, dann räumen wir mal hier kurz auf. So. Dann kümmern wir uns um den Leunen. Beziehungsweise nein, tun wir nicht. Wir wechseln jetzt erstmal zu Impa und holen die Kisten da oben. Solange nicht gemeckert wird, haben wir nämlich die Zeit dafür. Solange keiner meckert von wegen, es wird zeitlich knapp, ist alles okay. So, bisschen schade, wie gesagt, dass man den nicht mehr findet, dass man die jetzt nicht mehr suchen kann, sondern die halt sofort eingezeichnet sind. Aber Kroxung ist ja schon... Ah, das ist hier! Ja, cool. Das ist hier bei Dings, ne? Wo ist hier die Truhe? Ah, die ist außen wahrscheinlich. Also die haben wirklich das komplette Plateau abgebildet. Das ist natürlich dann etwas kleiner geworden, als es mal war, ne? Aber das ist tatsächlich, ja. Ja, cool. Gefällt mir. Mag ich, mag ich, mag ich. Wie komme ich jetzt darüber? Gar nicht, es geht nur um da unten. Um da unten geht's. Okay, es geht nur um da unten. So, dann wuseln wir mal schnell dahin. Wie gesagt, ich hoffe, dass jetzt nicht gleichzeitig immer noch dieser Soldat da oben kämpft, sondern dass der Soldat erst zeitlich loslegt, wenn es auch um Dingens geht. Hier, weißt du schon. Nee, weißt du nicht, aber ist egal. Ah, so. Okay.
Jetzt hat sich Impadar umgeguckt. Krok habe ich jetzt da weiter keinen gesehen. Jetzt ist halt die Frage, muss ich mich noch genauer umgucken oder ist hier nichts weiter an Krokis? Aber wie gesagt, solange keiner meckert, würde ich mich noch ein bisschen umgucken. Weil selbst wenn da nichts ist, wie gesagt, nachgeholt ist die Geschichte hier echt schnell. Das ist nicht das Problem. Also hier ist nichts, okay. Da ist nichts. Was haben wir hier? Da haben wir so ein Ding. Eine Bombe. Vorsicht, Explosion. Rums. So. Los geht's. Da ist auch nichts. Meanwhile wird Link einfach komplett verprügelt von dem Leunen, aber es ist okay. Link kann das ab. Ja, ja, ja. So. Okay, hier waren wir drin. Da ist nichts weiter. Da sind jetzt ganz viele Viecher wieder. Aber ich sehe hier halt... Also hier sehe ich keinen weiteren Krok. Und so mitten auf dem Feld, die verstecken wäre halt auch irgendwie echt blöde. Da gehe ich jetzt mal nicht von aus. Ich lade nur mal schnell ihr A auf, dass wir das nutzen können, falls wir mal sie schnell wieder brauchen sollten. Yo, alles klar. Da kam der Frosch mal wieder raus in mir, aus mir. So. Ne, hier ist reines Ge- Ah, da drüben gibt es noch so eine. Ja. Mach dich weg. Gib mir den Krok. Ha, sehr schön. Haben wir den auch noch mitgenommen? Fantastico. Und truhentechnisch gibt es jetzt nur noch die, wo Mifa steht, ne? Ansonsten ist eigentlich alles cool. Also truhentechnisch sind wir fein. Jetzt ist halt die Frage, ob wir Krok-technisch fein sind. Bisher. Na klar, auf dem anderen Abschnitt gibt es da noch Kroks. Aber ich denke, bisher sind wir fein. Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass ich hier alles habe. Ich gehe jetzt hier runter. Das heißt, wir schicken Impa jetzt schon mal hier zum Turm. Ne, Quatsch, zum Turm ist eigentlich... Wo schicke ich Impa hin? Impa soll hier bleiben. So. Wir wechseln ganz kurz zu Mifa. Mifa holt die Truhe. Und wir wechseln zurück zu Link. Prinzessin, ich komme sofort. Das ist nicht Link. Das ist Link. So, mach dich weg, Kollege. Mach dich immer noch weg. Ach Mist. Ach Mist. Dann eben so. Ich auch nicht. Oh, ja. Ist nicht so der beste Ort für den Kollegen. Aua. Aua. So, weg damit. Und ab zum Turm. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht, haben wir hier alles mitgenommen. Achso, jetzt kann ich noch hier rüber gucken, wo ja dann der Weg eh gesperrt ist, ob da noch was war. Ganz kurz. Aber jetzt sozusagen fängt das Timing an. Na, jetzt fängt das Timing an von diesem anderen Soldaten. Also ich muss jetzt mich ganz schnell teleportieren. Dass ich da drüben genug Zeit habe, um zu dem Soldaten zu kommen. Stabil, wie ich da hinkomme. Alter. Ich schicke gleich Link manuell darunter. Es geht schneller, als bis ich den Weg gefunden habe. So. Abflug. Truhen haben wir, Krogs haben wir, glaube ich, auch alle, die ich gefunden hatte vorhin. Ich hoffe, ich habe sie alle mitgenommen.
Ich hoffe, ich habe keinen ausgelassen. Ich denke aber schon. Ich denke, ich habe sie alle. Keine Ahnung. Wir werden sehen. So, teleportieren. Und diesmal ist die Zeit ja ausreichend, ne? Diesmal hat er noch nicht mal gemeckert. Ich könnte mich auch wieder zurück teleportieren. Das ist ganz toll. Nützt mir aber nichts. Aber ne, diesmal hat er noch nicht mal gemeckert, der Soldat. Das lief halt einfach absolut sehr unglücklich vorhin. Also sehr, sehr, sehr unglücklich. Kann man nicht anders sagen. Und ab jetzt, wenn ich... Ja, jetzt geht's nämlich los. Ne? Und ab jetzt, wenn ich neu sozusagen... genau. Ab jetzt, wenn ich neu lade, lande ich an dieser Stelle, wo er also noch nicht mal angefangen hatte zu meckern. So, dann haben wir den jetzt auch nachgeholt. Das müsste es dann jetzt doch krog-technisch... Also ich meine, wir haben jetzt schon so viele Krogs hier in der Map gefunden. Da ist die Truhe. Okay, gehen wir runter. Machen wir erstmal die Soldaten. Dann können wir immer noch weitersuchen. Kann ich jetzt vielleicht den Weg aufsprengen? Wenn ich da runterlaufe. Na, hier ist ja der Baum, der den Weg versperrt. Kann ich das vielleicht aufsprengen? Nein, das bleibt einfach zu. Oh mein Gott. Was, sonst hätte ich halt die anderen herholen können. So kann ich die jetzt halt nicht herholen. Oder kann ich die... Na gut, aber die Map ist jetzt halt auch nicht groß. Na, das bisschen hier kann ich jetzt auch so noch ablaufen. Auch als Link. Okay. Dann gehen wir erstmal zu den Soldaten. Wir haben sie auch gesehen, es gibt ja ein paar Stufen, also die meckern ja nicht und dann gehen sie direkt drauf, sondern es gibt ja ein paar Stufen. Erst wird die Niederlage angedeutet und so weiter und so weiter. Bin ja auch gleich da. Ich bin ja gleich da. Hier ist es ja schon, ne? Da ist ja schon der Zornwächter. Ja, da ist es schon. Okay, dann gehen wir da gleich mal rein. Moin. Hab gehört, hier gibt's Probleme. Du hast mir vorhin meine komplette Mission zerstört, du blödes Mistding. Spüre meinen Zorn. Wie wär's damit? Hier. Mein Zorn, nicht deiner. Zack. Das hat ja gut funktioniert. So, weg mit dir. Gut. Haben wir das. Nochmal ganz kurz zurückgehen und nochmal ein bisschen umgucken. Nur zur Sicherheit, dass ich nichts verpasst haben könnte. Man weiß ja nie. Sieht aber gut aus. Ich denke, da ist auch nichts weiter, ne? Hier irgendwo, keine Ahnung. Nein, passt. Kistentechnisch haben wir jetzt noch eine. Genau, die kommt jetzt aber gleich. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Gut. Ja, also um die Map komplett zu durchwühlen, braucht man schon mehr wie einen Part. Ich brauche ja schon fast nochmal einen ganzen Part, um es nachzuholen, obwohl ich schon weiß, wo die Hälfte ist. Also, ja, jetzt meckert der Nächste. Die Frage ist jetzt aber halt, ob nachdem, wenn ich den jetzt helfe, ob dann schon die Dings zu Ende ist. Das wäre nicht so cool. Also muss ich einmal ganz fix mir erstmal die Truhe schnappen. Wenn ich die Truhe habe, kehre ich zu dem Typen zurück. So, die ist hier. Die ist da oben drauf wahrscheinlich, ne? Scheiße. Okay, wie komme ich jetzt ganz schnell... Okay, dann muss ich jetzt relativ fix zu dem Typen. Wie komme ich jetzt am schnellsten zu dem Typen? Ist hier schon wieder Sackgasse? Oh, ich laufe... Ah, nein! Ist hier wenigstens ein Krog? Hier ist nix!
Ich bin komplett umsonst hier hingelaufen. Stabil. Hier ist wirklich nix. Nope, hier ist nix. Nix. Gar nix. Da auch nix. Okay, das war nicht so gut. Ja, ich bin doch schon da. Ich muss doch nur den Eingang finden, Kollege. Ich muss doch nur den Eingang finden, Kollege. Hier ist der Eingang. Moin. Wehe, danach ist die Mission zu Ende. Ich will die Kiste noch holen. Okay, neue Truppen von irgendwas wurden gesichtet. Keine Ahnung. Gott. Gibt's hier einen Kroggy? Da gibt's bestimmt einen Kroggy hier oben. An der Statue der Göttin gibt's nix. Nicht mal einen Krog. Was ist das denn? Besiege die Truppen des Blitzwächters in der Umgebung des Hauptquartiers. Oh my goodness. Okay, Zelda. Mifa. Impa. Und Link ist hier. So, ich hoffe, wir haben da wenigstens noch mal ein bisschen Zeit. Ich muss mir noch eine Kiste holen. Ich muss mir noch schnell eine Kiste holen, dann ist alles cool. Vorher mache ich noch ein paar Kirchbänke kaputt. Für Rubine. So ein Ding ist das. Und für Essen. Vor allem für Essen. So. Okay, Kiste holen. Kiste da hinten. Kiste ist hier hinten. Wir sind wieder voll Energie. Sehr schön. Da ist die Kiste. So, damit haben wir jetzt hier alle Kisten aufgesammelt. Richtig? Richtig. Sehr gut. Jetzt ist halt die Frage, ob es noch Kroggis gibt. Ich gehe jetzt mal schnell die Treppe hier runter. Weil da kann man auch noch irgendwo hin. Aber ich schätze, um zurückzukehren als Link, muss ich mich wieder teleportieren. Also müsste hier vielleicht noch ein Krog oder so sein. Könnte ja sein. Ist ja alles möglich. Auf jeden Fall ist hier nochmal ein neues Ding zum Einnehmen. Das machen wir auch gleich. Nehmen wir auch gleich mit. Das war die falsche Taste, aber es ist egal. Ja, komm, mach dich weg jetzt. Zack. Damit haben wir alle drei eingenommen. Yo. Glitzer, Glitzer. Aber ein Krog war hier unten jetzt nicht, ne? Man konnte hier nur einnehmen. Was das heißt nur? Gibt ja auch Belohnung. Ist ja auch okay. Gut, dann müssen wir uns so normal zurück teleportieren. Als Abflug. Ich denke nicht, dass ich Link jetzt da manuell hinschicken kann und sagen kann, hier Link, geh da hin und der teleportiert sich. Nein, ich muss mit Link zum Teleport. Okay. Gut. Dann machen wir es aber so, ich schicke Link manuell zum Teleport und kämpfe schon mal mit den anderen. Ich übernehme Link. So, Abflug mit dir. Zack. Weiter im Programm. Nein, ausweichen. Yes,
Und tschüss. So, das war das. Impa. Impa. Die hat ja zweimal A aufgeladen. Das können wir gleich mal einsetzen. Zack. Und Abflug. So, dann kann immer gleich zum nächsten weiterrennen. Zum nächsten weiterrennen. Hallo? Lauf doch da raus! Pflaume. Macht euch bereit! Ich kümmere mich darum! Doch, dann ist der auch down. Und Mifa. Oh, der Jägeroffizier hat den Wächter besiegt. Okay. Wait, das war's? Ich kann nichts mehr tun. Oh, das war die Mission. Ja, stabil. Okay. Ich hoffe, ich habe alles. Ich hoffe, ich habe alles. Aber jetzt, schaut euch das mal an. Mission komplett unbekannt gestartet. Dreiviertel Stunde, nicht mal fertig geworden. Komplette Niederlage. Mit allem Wissen, was man hatte, Mission neu gestartet. Halbe Stunde. Fertig. Ich hoffe, wir haben alles. Ich bin gespannt. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Okay, Link kriegt wieder eine Route. Erhöhter Verkaufswert, gleich mal sperren. Ach, ich kann... Okay, ich kann von hier aus, kann ich noch gar nicht sperren. Das ist ein bisschen doof. Ich dachte, ich kann hier direkt... Oh, EP beim Kombinieren. Die Windklinge. Aber ich dachte, ich kann hier gleich sperren. Kann ich nicht. Okay, das ist ein bisschen ungünstig. Da muss ich mir das merken. Wollte eigentlich gleich gerne hier sofort sperren. Aber ich kann nicht sperren. Das ist ja doof. Na gut. Ja. Jetzt kann ich sperren. Ah, weil ich jetzt das Tragelimit erreicht habe. Also Verkaufswert. Nee, das ist es gar nicht. Das ist der Verkaufswert-Dings. So, und wo ist die Windklinge? Da unten, ne? Genau. Beides sperren. Dann kann man die Glückskelle auch mal sperren. Ne, die DLC-Dinger will ich nicht. Die will ich nicht. Ich will die nicht. Ich will die behalten. Weil die sind DLC. So. Alles andere kann man dann eigentlich hier rausschmeißen. Wie viel muss ich verkaufen? Ah, okay, zwei Sachen. Easy. Weg damit. Gut. Was hat sie bekommen? Au, oh, 375%! Crazy. Das ist, was wir brauchen. Das ist, was wir brauchen. Nice. Sie hat was Verrostetes. Okay, das werden wir auf jeden Fall auch entrosten. Und erhöhter Verkaufswert. Okay, muss ich drauf achten wieder. Und auch was Verrostetes. Okay, cool. Okay. 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 Aber guck mal, der hat jetzt einen Basiswert von 54. Da werde ich doch direkt wieder umsatteln. Muss ich gleich mal wieder gucken. Das ist, glaube ich, auch ein stärkerer Dämonenring. Und ein Sanshin-Kurzschwert. Also der kann auch Schwerter einsetzen, oder was? Der kann nicht nur seine komischen Ringe einsetzen. Sehe ich das richtig? Wenn er ein Schwert kriegt? Ha. Huh. Okay. Gut. Das Honigkrepp. Plus 30% Rubine. Ah ja. Puh, meine Güte. So, jetzt kommen natürlich wieder Millionen Missionen dazu. Also kleine Missionen. Ah, jetzt kommt erstmal eine Cutscene. Ah, kommen wir jetzt... Ist Roam hier? Oder was sehen Sie jetzt? Ja, Tatsache.
Die Frage ist jetzt nur, als Geist oder real? Nee, es sieht schon real aus. Ihr seid noch am Leben. Jedoch nur Dank. Es hat mich gerettet. Ah, das, was sie ihm gegeben hat. Oder was er von ihr genommen hat. Das hat ihn teleportiert. Oder? Ich halte die Klappe. Nein, es hat ein Schild erschaffen. Okay, ich verstehe. Rückzug! Deine Bereitschaft, stets dein Bestes zu geben, war es, die mir das Leben gerettet hat. In Wahrheit bin ich es wohl, der seinen Pflichten nicht nachgekommen ist. Verzeih mir. Vater! Tja, wenn das mal in echt so gelaufen wäre, dann hätte es kein Breath of the Wild gebraucht. Mehr als alles andere auf der Welt. Aber das funktioniert ja auch nicht, weil das ist ja aus der Zukunft gekommen, das Ding. Ja, es ist schwierig. Die Würde, die ihr bisher allein getragen habt, von nun an lasst sie uns gemeinsam tragen. Zelda, du bist mein Ganzer. Hyrules ganzer Stolz. Mit deiner Macht bist du in der Lage, die Verheerung zu versiegeln. Versammelt darum nun alle Truppen aus den Regionen Hyrules, nah und fern. Ich denke, die nächste Mission könnte das Finale sein. An Zeldas Seite werden wir Schloss Hyrule zurückerobern. Oder eine Vormission, aber wir sind sehr nah am Finale, würde ich sagen. Ich würde sagen, wir sind sehr nah am Finale. Puh. Aber wie ist denn jetzt Roam auf das Plateau gekommen? Wir haben uns da ja hingeportet durch die, ne? Yo, ich hab den jetzt als Charakter! Das heißt, ich krieg jetzt erstmal wieder Charakterlevel-Dinger für den Roam und Missionen für den Roam und um Gottes Willen, was? Herz ist dabei? Herz ist dabei? Ich gucke, ob Rasseln auftauchen. Rasseln wären nämlich wieder so Hauptupgrade. So wie das Herz aber auch. Okay, keine Rasseln erstmal. Aber das, ja, Rückeroberung Hyrules, das klingt schon böse nach Finale, ne? Aber erstmal haben wir natürlich wieder außenrum Dinge zu erledigen. Wie zum Beispiel das Herz. Schnellere Herzgenerierung. Ab dafür. Prima! Gut gemacht! Aha. Da taucht direkt ein Haus auf. Was? Höhere Chance auf Erfolg bei Waffenfusion? Kann es auch schief gehen? Tja, das war eine reife Leistung. Ist doch noch nie schief gegangen. Größere Chance auf bessere Waffen. Hey, toll gemacht!
ja. So, was ist jetzt hier? Jetzt geht es nicht mehr. Da brauche ich irgendwelche... Okay, Maronus, Spezialangriff plus 1. Da brauche ich irgendwelche Insekten für. Kann ich die kaufen? Gibt es die schon hier irgendwo? Nö. Okay. Dann gehen wir aber erstmal hier weiter im Kreis. Also hier ist eine neue Mission. Verteidige die Akala-Festung. Ohne Grog um Haaresbreite schwer. Ah, das ist okay. Das ist der Spaß. Keinen Treffer einstecken. Na, das wird wieder lustig. Das hatten wir schon mal sowas. Das war auch nicht sonderlich witzig. Aber dann ist hier nichts Neues sonst, ne? In dem Gebiet ist nichts Neues. Ne, in dem Gebiet auch nicht. Okay. Dann sind wir in dem Gebiet hier. Da ist was. Sidon längerer Kombo-Angriff. Da brauchen wir Fit-Karotten oder Sport-Karotten oder was auch immer das ist. Können wir die kaufen? Ja, hier. Ja. Ja. Sport-Karotten sind's. Haben wir jetzt schon genug? Yes. So stelle ich mir das vor. Überlass den nächsten Kampf einfach mir. Machen wir. Nicht, aber egal. So, dann ist dieses Gebiet hier auch clear. So, hier gibt's jetzt neue ja, gut, ich muss es ja machen. Auch wenn ich das überhaupt nicht nutze. Die Farbendinger habe ich noch nie genutzt, ne? Hat das irgendeine Auswirkung? Nee, es ist mir bisher nicht. Es ist ja wirklich nur Aussehen. Das hat mir bisher überhaupt nichts. Nee, also, keine Ahnung. Nee. Kompletter Scam. Oh Gott. König Roam, längerer Kombo-Angriff. Kann man gleich mal die Sachen kaufen, die es dafür bräuchte. Nee, Wasser will ich nicht, danke. Ja. So. Zack. Ja, reicht natürlich noch nicht, deswegen lassen wir es im Radar drin. Das hier geht allerdings. Impa Spezialangriffsleiste plus 1. Sehr nice. Neue Kraft. Jawohl. Das machen wir doch gerne. Dann ist dieses Gebiet hier auch soweit abgefrühstückt. Dann sind wir hier unten. Da geht was. Sidon Herzen plus 2. Na, machen wir auch. Überlass den nächsten Kampf einfach mir. Habt ihr gerade schon gesagt, dass ich das nicht mache, Sidon, aber ist okay. Denk, was du willst. So. Dieses Gebiet ist damit auch abgehakt. Dann haben wir hier bisher nur ein... Ah, ja, hier ist... Ja, da oben ist ein bisschen was los. Erstmal ein Gericht. Herzchensuppe. Alle Achtung! Die Herzchensuppe. Energieregenerierung alle 10 Sekunden. Ah ja, okay. Koga Herzen plus 2. Gott, ab dafür. Ich gewinne wieder an Charme. Nee, echt nicht. Und die Ninja-Maske. Die habe ich gebraucht. So, Rio Herzen plus 2. Ab dafür. Jetzt höre ich nicht auf. Aber ich gleich mit dem Part. Koga längerer Kombo-Angriff. Meine Güte! Ich werde immer stärker! Zack. Level 3 Gerudo. Sehr schön. Und Koga längere Kombo-Angriff. Ich gewinne wieder an Charme. Nein, immer noch nicht. So. Dann haben wir hier noch was. Yunobo längere Kombo-Angriff. Da braucht's Fisch für. Gibt's den Fisch irgendwo gerade zu kaufen? Yes, da hinten. Jo. Jo. Ah, einmal Glutforelle bitte. Dankeschön. Reicht es aus? Yes. Ich bin stärker geworden. Ja, yep, alles gut.
So, ich sehe schon, in der Mitte von Hyrule, ne, in den Ebenen von Hyrule blinkt ganz viel. Das machen wir gleich. Wir gehen erstmal außen rum. Wir gehen erstmal außen rum. Da ist nämlich noch was. 10% Rabatt auf Waren von West-Hyrule. Okay. Du bist ziemlich gut. Dann haben wir hier Teeballherzen plus 2. Das Beste kommt erst noch. Richtig, das Partende. Dann haben wir hier eine neue Mission, der Orni-Krieger. Okay. Ah, da kann ich nur mit Teba kämpfen. Muss ich ein bisschen leveln vorher. Passt aber. So, dann haben wir hier 10% auf Waren aus West-Hyrule. Toll. Nochmal Rabatt. So, brauche ich diesen Kürbis für? Rüstungskürbis gibt's hier. 10 Stück. Vielleicht reichen die ja schon aus. Yes. Ab dafür. Hey, gute Arbeit! Gut. Imperherzen plus 2. Brauchen wir auch irgendwas. Das gibt's hier, offenbar. Ah, antiker Reaktor. Oh, die sind teuer. Kann ich auch immer nur einen kaufen. Ach, du Schande. Ich habe 9 Stück. Das heißt, mir fehlt noch einer. Sehe ich das richtig? Yo. Nur für 2 Herzen 10 Reaktorkerne. Was zur Hölle? Okay. Na gut, meinetwegen. Ist halt so. Dann ist das halt so. Dann haben wir jetzt hier soweit alles gesehen. Ne? Dann können wir jetzt uns um die Ebenen von Hyrule kümmern. Da haben wir einmal Königrohrm natürlich. Herzen plus 1. Ich habe an Stärke gewonnen. Wow, das habe ich noch nie gehört. Aber König Rohrm steuern. Holy shit, wo ist denn... Dann ist das hier bestimmt seine Übungsmission. Ne, das ist Arena, okay. Dann ist das hier die Übungsmission für Rohrm. Ja, okay. Yo, die Hauptgegner. Lull. Okay, meinetwegen. So, erstmal längerer Kombo-Angriff für Rohrm. Erstaunlich. Dann... Längerer Komboangriff für Rohrm. Ich habe an Stärke. Ja. ZR Aussehen ändern. Was macht der denn? Als König führst du langsam gewaltige Hiebe aus, als Einsiedler eine Reihe. Ah, der kann sich. Der kann sich in den Einsiedler verwandeln. Ja, nice. Ich verstehe. Herzen plus 1. Eine neue Kraft. Jawohl. So, und das war's auch schon, oder? Ich glaube, jetzt haben wir alles mitgenommen, was wir mitnehmen konnten. Es sind gar nicht mal so viele kleine Missionen jetzt außenrum. Die gehen, glaube ich, recht fix sogar. Also ich glaube, diesmal wird es gar nicht mal so viele Parts dauern. Bis wir uns hier auf diesem Feld wiedersehen. Zur Rückeroberung Hyrules. Das wird die letzte Mission sein, ich bin mir ziemlich sicher. Ah, wir haben noch nicht geguckt, ob wir alles gesammelt haben. Yes! Oh, Gott sei Dank. Okay. Dann gibt's nächstes Mal auf jeden Fall das Rohrm-Training. Und wir gucken mal, was wir noch alles schaffen. Danke fürs Zugucken. Und tschüss.